Recht herzlich willkommen zur 141. Folge von Simotrans. Ja, wir haben letztes Mal hier einen Zug gehabt, den haben wir noch kontrolliert, den haben wir extra noch fahren lassen, ne? Oder wie war das? Der fuhr nur von da unten nach da oben oder sowas. Und irgendwie kommt es mir gerade so vor, als ob hier nicht genug Züge auf der Linie sind. Irgendwas passt doch hier nicht. Hier unten stehen sie alle. Okay, da passt irgendwas nicht. Ich glaube, wir brauchen hier mal ein paar mehr Signale. Die werden wir doch mal gerade einspeisen. Ja, oben in Floto wollten wir eigentlich was machen, ne? So, das war 1, 2. Dann könnte auch noch einer hin, aber... Ne, dann machen wir nur so. Sollte reichen da. Und da fährt schon einer. Hier haben wir das schon passend. Wir müssten eigentlich gehen, ne? So, mal schauen, wie viel da jetzt rein und raus fahren können. Jetzt müsste der ja fahren. Hm, sieht gerade nicht so gut aus, ne? Oder wir bauen einfach mal hier zweigleisig irgendwo aus, ne? Da geht's ja. Da oben wartet auch schon einer. Hm, nicht so dolle, ne? Da ist jetzt irgendwas hier im Works. Jetzt kann der nicht weiterfahren, weil da ja schon wieder einer steht. Das bedeutet, wir müssen ja doch... 1, 2, 1, 2... So das machen, ne? Können die dann nebeneinander herfahren? Das ist jetzt die Frage, ne? Müssen wir gucken. Aber länger darf es dann nicht werden, ne? Ja. Ne, der kann jetzt nicht näher mehr fahren, weil da schon wieder einer steht, ne? 1, 2. Gucken, ob das dann klappt, aber es müsste ja, wenn es da klappt, dann muss es da auch klappen. Ach so, wissen wir ja gar nicht, weil der ist ja gar nicht daneben hergefahren, ne? Okay. Wissen Sie, wenn der da gleich anhält, ob der da vorbeifährt, dann wissen wir, dass es klappt. Sieht aber eigentlich gut aus, ne? Sieht wohl gut aus. Jetzt fährt der vor und dann fährt der da rein, aber wenn der dann als erstes fährt, dann haben wir schon verloren, ne? Ja, dann fährt der rein, das heißt, das funktioniert nicht, alles klar. Das heißt, wir müssen hier noch was basteln. Und zwar noch so, ne? Und können wir das da wegmachen, während die da stehen? Ja, können wir. Das bedeutet, dann können wir da auch Signale hinsetzen. Und nee, dann hätte das ja schon dahin gekonnt, oder? Hm, gefällt mir jetzt nicht. Hm, hat gut geklappt, ne? Ja, machen wir nochmal. Und dann machen wir da nochmal ein Signal hin. Lassen wir erst so. So müsste es passend sein. Ja, da oben passt es irgendwie nicht, aber ist jetzt auch egal. So, jetzt haben wir so viele Züge. Achso, wir sollten vielleicht ihm mal gerade einfach nur das Menü gönnen und dann fährt er schon weiter, ne? So, jetzt findet er einen neuen Weg und dann geht's auch voran. Jetzt kommt auch keiner mehr, das war schon der letzte, also geht schon auf, ne?
Ja, da fährt auch schon einer raus wieder dann. Und jetzt klappt es hier auch. Vielleicht sollten wir da nochmal ein Signal mehr machen. Findet keinen Weg. Wieso findet er keinen Weg? Ach, da ist aus Versehen ein Signal hingekommen, alles klar. Ja, ich glaube, wir müssen das nehmen und das so machen, dann findet er auch wieder einen Weg, siehst du. Aus Versehen so ein Signal da gelandet. So, jetzt können die auch alle hier wieder fahren. Er fährt da immer noch Personal hin und her, deswegen funktioniert das auch nicht mit den vielen Leuten, die da wählen. Gut, und dann müssen wir jetzt hier reingucken, was in Floto los ist, ne? Floto hat hier 8 Sack Post, ein Passagier, also nichts Wichtiges. 2, auch nichts. So, 14 Passagiere warten, die werden ja auch darüber gebracht. Passt eigentlich. Passt auch. Und hier sind ein paar mehr. Okay, geht aber auch noch. Passt. Und hier warten Tausende von Leuten. Adenauerstraße, Rathaus. Sind alle Adenauer. Die müssen alle mit dem Schiff weg, ne? Döbeln auch. Adolfzell auch. Ich glaube, hier ist kein einziger, der jetzt in die Stadt, also schon hier die unten, die paar, aber nicht der Rede wert, das passt hier schon. Gut, dann haben wir das auch geklärt. Jetzt müsste hier irgendwann auch die Fahrzeuge ankommen, die dann, hier unten sind sie schon. Klappt dann auch, ne? Der ist voll auf jeden Fall. Fährt jetzt hier den Bahnhof an. Sonderhausen, schmeißt noch 6 Leute raus oder so. Wird bestimmt aber wieder voll sein, sieht so aus. Ja, der muss jetzt da lang, genau. Der fährt auch diagonal darüber. Zwar nicht richtig, aber auch egal. Er steht da hinten, fährt gerade los. Ich wollte schon sagen, warum steht er da, aber steht doch nicht da, sondern fährt. Also hier können wir eigentlich gerade durchziehen, noch ein Gleis, oder? Würde ich jetzt mal sagen, ne? So passt es auch, oder? Ich hatte immer noch 104 geladen, ne? Weiter, wie bleibt denn der nächste, der hier kommen wird? Ach so, der musste jetzt warten auf den Gegenverkehr. Ich glaube, dann könnte man hier jetzt auch nochmal erweitern, ne? Komm, los, zack. Passt. Aber er fährt nur da lang. Kennt er noch nicht.
So lassen wir's. Sind sowieso zu viele Signale. Ah, guck mal, er hat jetzt festgestellt, da kann ich nicht langfahren, ich muss drehen. Hier wird schwierig mit dem zweiten Gleis. Hat dann nicht so gut geklappt da. Der Engpass muss bleiben. Ja. Wohl muss auch nicht bleiben, muss man nur richtig aufschütten, dann wird's auch gehen. Aber wohl, er braucht schon relativ lange da. Na, guck, er hat da auch noch die alte Wegfindung. Okay, der wartet jetzt auf den. Und hier sieht es gerade auch mager aus mit Signalen. Achso, haben wir noch ausgewählt. So geht's, ne? Ja, müsste hier dann auch klappen eigentlich. So, passt's auch da. Hier steht noch niemand Signal, oder? Doch, da ist das Ausweichsignal. Auswahlsignal, nicht Ausweichsignal. Und alles gut. Läuft eigentlich. Der hat schon 104 Leute, die er da wieder mitnehmen nimmt. Alles läuft. Die Post-LKW da voll sind, das würde mich nur interessieren. 0 Säcke drin, alles klar. Läuft, ne? Richtig schlecht. Das heißt da auch 0. 0. Komm, du fährst zum Depot dann. Hä? Ein daneben ist auch vorbei wieder, Mann. Zum Depot. Ja, läuft soweit. Der wartet wieder auf den Zug jetzt. Ja, ja. Vielleicht sollen wir hier doch was dran tun. Aber dann machen wir erstmal den hier runter. Dann kriegen wir ja schon ein ganz großes Stück dazu, wenn wir das machen, ne? Das ist ja schon mal ein bisschen mehr dann, ne? So, lassen wir's. So ein paar Signale mehr ist ja vielleicht auch nicht verkehrt, ne? Das war jetzt falsch. Okay, der erste Postwagen ist da. Und das Signal muss weg. Okay. Zweiter ist auch erreicht, auch gut. Weiß gar nicht, wo die alle langfahren und hinfahren. Wir werden sehen auf Dauer. Ich wollte die Lupe mal gerade haben, um zu sehen, was hier so am Post ist. Der ist fast voll. Und hier. Der fährt noch leer durch die Gegend. Mal gucken, ob er voll wird, wenn er da war. Nee, zack, zum Depot brauchen wir nicht mehr. Gut, okay. Ja, dann rollt erstmal alles wieder. Und dann würde ich auch sagen, soll es für diese Folge erstmal wieder genug sein. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und ich würde mich über ein Abo freuen, genauso wie über einen Daumen hoch. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.